den schönsten aller Tage wünsche ich euch, ihr wundervollen Menschen. Meine geliebte Frau und ich sind wieder unterwegs im Auftrag des Teufels, heute beim Heimspiel gegen den SC Freiburg in der ersten DFB-Pokalrunde. Aber ihr werdet euch jetzt sicher fragen, warum zum Teufel fährt Bella und Matze denn mit dem Auto? Die sind doch normalerweise mit der Bahn oben. Ja, da habt ihr absolut recht. Aber an diesem Wochenende, das nächste Wochenende und das Wochenende darauf ist es einfach gesperrt. Die Strecke zwischen Neustadt und Kaiserslautern. Eine Knotenverbindung hier, ne? Weil das. Ja, natürlich, sind Ferien, deswegen. Es fährt ja keiner. Ja, das ergibt zwar Sinn, ne? Das ergibt wirklich Sinn. Aber könnte man das nicht irgendwie anders regeln? Also ich find's. Wie viele Leute fahren denn in den Ferienzug? Die haben jetzt. Ja, es geht ja um die Schüler. Ach, dann kommen sie einfach zu spät in die Schule. Ach, das macht ja keinen Unterschied. Die sind doch Homeschooling mittlerweile gewohnt. Nee, aber das regt mich natürlich mega auf. Denn. Ja, es ist halt einfach so, ne? Wir probieren da zu sparen, ein bisschen auf die Umwelt zu achten und so weiter. Und da ist sowas dann halt einfach ein bisschen doof. Und wenn wir schon bei Umwelt und Klimaschutz und so weiter sind, der DFB hat ja die erste Runde als Aktionsspieltag ausgerufen, dass da eben auf Klima- und Umweltschutz aufmerksam gemacht wird. Ist es derselbe DFB, der aktiv an einer WM teilnimmt, die in einem Land ist, wo es 45 Grad sind, um in Stadien zu spielen, wo auf 20 Grad runtergekühlt werden? Ist es der DFB, der gerade auch hingeht und weil die das DFB-Camp nicht in Katar machen können, machen sie es in Dubai und lassen die Leute dann einfliegen? Leute, dieses drecksverheuchelte Scheißpack geht einem nur noch auf den Sack. Es tut mir leid, man kann den DFB nicht mehr ernst nehmen. Es ist einfach witzlos, wie er mit sich, mit seinen Idealen und so weiter umgeht. Es ist einfach nur noch peinlich. Es tut mir leid. Und deswegen sind auch die Pfiffe legitim, die bei eben dieser Aufmerksammachungsminute, das ist ein patentiertes Wort von mir jetzt. Oh nee, also es ist einfach nur scheiße. Aber gut, darum soll es ja heute nicht 100% gehen, sondern nur ein Teil, denn es geht ja eben um den Fußball. Erste Runde, DFB-Pokal, wie kurz erwähnt. Es ist einfach heftig, denn es gab ja schon die ein oder andere Überraschung, ne? Also Elversberg, ne? Kickt einfach mal Leverkusen raus, richtig krass. Dann ist Rostock gegen Lübeck rausgeflogen und auch Fürth hat einen Tritt in den Hintern bekommen. Das ist also richtig, richtig krass und vielleicht schaffen wir ja auch eine Überraschung. Wäre auf jeden Fall geil. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal ganz viel Spaß mit dem Vorbericht, während wir noch nach Kaiserslautern tuckern und wir halten euch wie immer auf dem Laufenden. Bis dann! Liebe Fußballfreaks und ganz herzlich willkommen zur ersten DFB-Pokalrunde in der Saison 2022-2023. Doch bevor wir uns jetzt um die anstehende Partie in Deutschlands wichtigstem Pokalwettbewerb kümmern, werfen wir gemeinsam noch ganz kurz einen Blick auf die vergangene Begegnung der Roten Teufel am vergangenen Samstag in der zweiten Bundesliga auswärts gegen Holstein Kiel. Meine Männer in Rot waren von der ersten Spielminute an wach, agil und kämpferisch. So dominierten wir die erste Halbzeit fast komplett. Die Hausherren hatten lediglich einen einzigen Abschluss. Achtung! Kiel kommt über rechts, Flanke rein. Das ist zu frei! Oh! Oh, von der rechten Seite, Flanke auf die linke im 16er. Der steht ganz frei, kann den Ball kontrollieren, zieht ab, aber glücklicherweise nicht eingeschlagen. Dementsprechend war es auch nicht verwunderlich, dass der erste FCK mit 1:0 in Führung ging. Ja! 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 Er ist drinne! Ja! Yes! Ja. Lautern führt 1:0! Ja! Meine Trommelfälle sind geplatzt! Ja! Yes! Das war jetzt aber... Hat die Mama gerade geklatscht? Ja. Die Regie klatscht. Ey, ich sag jetzt, ey, ich hatte es gar nicht so. Ach, die Kieler unsortiert in der Rückmannschaft. Weiter. Ja, Mann! Kopfball von der 19. Kommt, der Ball kommt, der Torwart lässt aber nur abprallen und Lautra ist zur Stelle und schiebt ihn rein. Saugeil, yes! Doch auf dieser Führung ruhten sich die Betzebuben keineswegs aus, sondern zogen weiter an und drückten weiter nach vorne. Erarbeiteten sich insgesamt zwei Großchancen, welche beide leider liegen gelassen wurden. So, Freistoß kommt schon. Komm! Ah! Scheiße.
Das war so gut. Das ist nur der zweite Spieltag. Da muss noch einiges passieren. So wie jetzt die Lautern über links kommt. Bringt den Ball rein. Dann geht der Ball vorbei. Wie kann man denn den nicht machen? Wie kann man denn den nicht machen? In der Kabine scheint der Kieler Coach einige deutliche Worte für seine Mann gefunden zu haben. Denn auf dem Feld war eine andere gastgebende Mannschaft, die dann auch leider verdient den Ausgleich erzielte. Kiel, Ecke, rechte Seite. Ball kommt. Dauer. Nein. Verdammte Scheiße! Der bringt den Ball rein und keinerlei Manndeckung! Da war niemand dran! Und dann kommt der Ball so easy zu dem und er schiebt ihn gegen die Laufrichtung von Lute einfach rechts ins Tor! Verdammt nochmal! Ab diesem Zeitpunkt hatten wir wirklich einige Probleme. Nicht nur spielerisch, sondern auch technisch. Mann, es lädt! Und fuck ihn nochmal 2 zu 1 oder was? Mann, leck mich doch am Arsch! Mann, Nihus, da gehst du erst hin und versemmelst die 2 Dinger, wo du hättest machen können. Und dann geht er noch hin und ist schuld, dass wir die 2 Tore kriegen, Alter. Klasse! Danke, Sky! Wir klicken Kiel FCK an und jetzt kommt das. Danach brach fucking Sky komplett zusammen, sodass wir den Rest des Spiels überhaupt gar nicht verfolgen konnten. Oh! Oi! Was? Tor 2 zu 2. Yeah! Yeah! Lass mich gucken. Ja, Mann! Yes! 2-2! Ja! Dann gab es einige wunderbare Augenblicke, in denen der FCK kurzeitzeitig führte. Nee, alles obwohl, gut. Obwohl, sehr schön, glaube ich. Warum was? 2-3! Ja! Ja! Was ja! Ich gesagt? Yes! 2-3! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, immer noch 2-2. Gut, dass das Tor jetzt abseits ist, ist natürlich mega frustrierend. Unterm Strich kann man sagen, dass wir einen Punkt entführt haben. Natürlich hätte mich ein Dreier mehr gefreut, aber hey Leute, 4 Punkte, 2 Spiele, das ist doch eigentlich mal gar kein schlechter Start und einer, welchen uns ganz viele gar nicht zugetraut hätten. Aber das ganze Thema Liga, Punkte und so weiter schieben wir jetzt gedanklich beiseite, denn jetzt geht es um die Partie. 1. FC Kaiserslautern gegen den SC Freiburg. Das Los fiel also auf die Jungs aus dem Breisgau. Eine Paarung, die mir doch wirklich sehr gefällt. Wobei, wenn man sich die ganzen anderen mal anschaut, gibt es doch die ein oder andere wirklich sehr, sehr interessante Partie. Dementsprechend bin ich wirklich gespannt, wie die erste Runde enden wird. Denn diese wird auch für den FCK gar keine leichte Aufgabe, denn der SCF war ja in der vergangenen Spielzeit Finalteilnehmer und unterlag am Ende gegen das Dreckspack aus Leipzig. Leute, mal ganz kurz Real Talk, mich nervt das noch immer, dass Deutschlands wichtigster Pokal jetzt mit einem derart ekelhaften Namen verschandelt ist. Einfach furchtbar. Aber da fällt mir etwas ganz anderes ein, das mir sehr, sehr, sehr gut gefallen hat. Ihr erinnert euch vielleicht noch daran, dass es da einen kleinen Zwist zwischen Leipzig und Freiburg gab bezüglich des Finalteilnehmerschals. Und was macht der FCK und Freiburg jetzt an diesem heutigen Spieltag? Exakt einen gemeinsamen Schal. Und das finde ich natürlich eine richtig, richtig tolle Sache. Traditionsvereine stehen eben fest zusammen, in den Farben getrennt, in der Sache vereint. Derartige Traditionsvereine haben auch eigentlich immer leidenschaftliche und insbesondere auch reisefreudige Fans. So auch der SC Freiburg. Dementsprechend bin ich mir sehr sicher, dass eine ordentliche Anhängerschaft die 220 Kilometer weite Reise aus Freiburg in die wunderschöne Pfalz auf sich nehmen werden. Diesen Weg haben im Übrigen auch einige meiner ehemaligen Schulkameraden bzw. ehemalige Lehrer, ganz viele herzliche Grüße an dieser Stelle an euch alle, auf sich genommen, um bei einem der vergangenen Begegnungen in Kaiserslautern dabei sein zu können. Insgesamt 32 Begegnungen gab es in der Fußballhistorie und da spricht die Statistik doch, ich würde sagen, ziemlich eindeutig für die heutigen Gäste. 18 Mal gewannen sie, nur 11 Mal konnten wir siegen, 3 Mal gab es ein Unentschieden, welches heute aber überhaupt gar keine Rolle spielt, denn verdammt nochmal, es geht um den Einzug in die nächste Pokalrunde.
Und der DFB-Pokal hat ja bekanntlich seine eigenen Regeln. Dementsprechend verunsichert mich der Transfermarktwertunterschied von rund 140 Millionen Euro nicht wirklich. Denn denken wir mal gemeinsam zurück an die letzte Erstrundenpartie der Roten Teufel, damals ebenfalls zu Hause, gegen Borussia Mönchengladbach. Schaut euch diesen Transfermarktwertunterschied an. Und die haben trotzdem nur mit 1:0 gewonnen. Und wir waren kaum vertreten. Nur 5000 Fans standen auf den Rängen. Doch heute wird der Betzenberg und insbesondere die Westkurve wieder zum Bersten gefüllt sein. Voller hingebungsvoller Fans, die mit Leidenschaft ihre Männer in Rot nach vorne brüllen werden. Darum würde ich jetzt sagen, ich habe genug geredet. Lasst uns gemeinsam ins Stadion gehen, in den Block, alles für unsere Mannschaft geben. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns danach.
Mann, stehe her! Oh!
Fußballfreaks, das war's dann also für den DFB-Pokal in der Spielzeit 2022-2023. Ein wirklich nur kurzer Auftritt für die Roten Teufel, aber einen, wo ich wirklich das Gefühl habe, dass wir eine so große Visitenkarte hinterlassen haben. Denn das Spiel, das war ja einfach richtig krass. Wir haben Freiburg das geliefert, wovor sie wirklich Angst hatten. Die konnten uns das Spiel nicht aufdrücken, wir standen hinten kompakt, haben das Spiel natürlich etwas defensiver angepackt, logisch bei einem derartigen Kontrahenten, haben uns aber trotzdem immer wieder nach vorne arbeiten können, aber dann kam ja dieser Sonntagsschuss in der 33. Minute aus 50 Metern und das Ding geht rein. Einfach unglaublich und ich stand nicht im Block. Ich war gerade unten auf dem Klo. Ich glaube, ich sollte öfter aufs Klo gehen, dann schießen wir vielleicht ein paar mehr Tore. Aber die zweite Hälfte wurde dann doch etwas anders. Da ist Freiburg wirklich viel aggressiver an die Sache rangegangen. Ich bin mir auch sicher, dass Streich einige sehr, sehr deutliche Worte gefunden hat, um seine Männer weiter zu motivieren. Unsere Jungs waren ja wirklich heiß wie Frittenfett, anders kann man es gar nicht sagen. Und ja, da waren dann doch ein oder andere wirklich größere Chancen dabei, die aber trotzdem nicht genutzt wurden. So wie die Vierfachchance in 4 Minuten von Boyd. Was war denn das? Ich bin verzweifelt. Und das Schlimme ist, das sage ich zu meinem Bruder, Grüße an dich, dass es sich derartiges bestraft. Ne? Also wer sie vorne nicht macht, kriegt sie hinten rein. Diese Weisheit ist uralt, aber sie hat dann gestimmt, sodass es 9 Minuten vor Schluss, also naja, sagen wir nicht 9 Minuten, sondern es waren ja noch 14, denn es gab ja 5 Minuten Nachspielzeit, eben zum 1:1 kam. Leider nicht mit drauf, aber da habt ihr hoffentlich Verständnis dafür. Der Fadi, ganz viele herzliche Grüße an dich und Ehrenfadi unten in die Kommentare, macht sich da natürlich echt ganz, ganz viel Mühe. Ja, aber er hat halt keine negative Reaktionszeit, ihr versteht, ne? Gut, dann in der Verlängerung haben wir uns ebenfalls nicht wirklich versteckt. Es gab aber eher ein mäßiges Hin- und Hergespiele, deswegen kaum Zeigenswertes, bis dann eben der Freistoß in der 111. Minute, wo dann direkt verwandelt wurde. Das war einfach heftig. Also auch abzusehen meines Erachtens nach. Wir haben uns mehrfach rangetastet, aber da kam halt einfach nichts derart Zwingendes. Unterm Strich muss man sagen, es wäre ein verdientes Unentschieden gewesen in der Liga, aber es geht ja eben darum, dass wir einen Sieger am Ende haben. Elfmeterschießen wäre mir natürlich lieber gewesen, hätte meine Nerven zwar noch mehr strapaziert als ohnehin, aber wirklich, ich bin echt stolz auf unsere Jungs. Wir haben das ganze Spiel eiskalt durchgeballert, gezogen und trotzdem enorm hohen Temperaturen. Witzig, weil ich gerade sage eiskalt, aber naja. Also, wirklich, wir haben denen einen richtig klasse Fight geliefert. Kann man nicht anders sagen. Hat ja auch Streich in der Pressekonferenz am Schluss gesagt. Es wäre halt schön gewesen, wenn wir eben weitergekommen wären, aber c'est la vie, so ist es nun mal. Ansonsten gibt es ja doch noch das ein oder andere zum Spiel selbst noch zu sagen. Ihr habt es kurz eingeblendet gesehen. Die Pfeif-Protestaktion zu diesem DFB-Klima-Aufmerksam-Mach-Gedöns, wo ich ja schon ganz, ganz am Anfang des Videos sagte, ich finde es nach wie vor richtig, denn diese doppelte Moral ist einfach nur erbärmlich. Also anders kann man es nicht sagen. Die Schiedsrichterleistung, die über die gesamte Spielzeit da war, ist eine schlicht und ergreifende Katastrophe gewesen. Also ich weiß nicht, wer die raussucht, diese Schiris, aber das war einer der schlechtesten. Und damit meine ich jetzt nicht nur bezogen auf den FCK, sondern der war auf beiden Seiten scheiße. Denn es hätte auch für Freiburg einen Elfmeter geben müssen, weil Chifchi ein Handspiel im 16er gemacht hat. Hat er nicht gesehen. No, braucht er nicht, ne? Und ich weiß nicht, was der da zusammengepfiffen hat. Der hatte keine Spielkontrolle. Der hatte nie irgendwie das Heft in der Hand. Furchtbar. Also keine Ahnung, wen die da auslosen oder ob die den irgendwo, keine Ahnung, am Bahnhof gefunden haben und gesagt haben, hey, sie sehen aus wie jemand, der gerade nach Münster möchte. Ja. Gut, sie machen jetzt Schiedsrichter für uns. So kam mir das vor. Also es war eine Katastrophe. Aber wie gesagt, auf beiden Seiten. Ich sag jetzt nicht, dass der Schiedsrichter das Spiel gegen uns gepfiffen hat oder für uns gepfiffen hat, aber auf beiden Seiten einfach scheiße. Anders kann man es echt nicht ausdrücken. Naja. Trotzdem drücke ich wirklich den Freiburgern ganz, ganz fest die Daumen.
dass es in dieser Spielzeit im DFB-Pokal ebenso gut läuft wie eben in der letzten. Denn ich glaube, in der ersten Runde gegen den letztjährigen Finalisten erst in der Nachspielzeit rausfliegen, das ist keine Schande. Und Jungs, wenn ihr weiterhin so spielt und das auch in der Liga umsetzt, dann mache ich mir gar keine Sorgen, dass wir die 40-Zähler, was ja mein absolutes Ziel ist, ganz, ganz schnell zusammen haben. Also weiter dran gehen. Aber was ist noch passiert? Kind ist weg von Hannover. Wie geil ist das denn? Als ich das gelesen habe, ich dachte, okay, alles klar, das ist vom Postillon oder irgend so ein Scheiß. Nee, Mann, der ist wirklich weg. Einfach klasse, einfach geil. Also, da ist mir doch das Herz ziemlich aufgegangen, denn ja, das ist einfach... 50 plus 1 muss bleiben, Punkt. Und wenn ich mich schon freue, kann ich euch auch noch die Fanpost für diese Woche präsentieren. Wie so oft muss ich mich bei der lieben Tanja und dem wundervollen Frank wieder für 4 Postkarten bedanken, die sie mir vom Auswärtsspiel von Kiel zugeschickt haben. Da habe ich mich wirklich sehr darüber gefreut. Ihr wisst, Postkarten, Bella und ich sammeln die ja. Und da freuen wir uns echt jedes Mal sehr darüber. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Und ich muss mich nochmals bei der lieben Tanja bedanken, denn die hat mir diesen absolut grandios, godlike, awesome Sticker geschenkt. Da habe ich mich wirklich gefreut. Ihr wisst, wie extrem ich gegen diese WM in Katar bin. Gegen dieses ganze Konstrukt und Gemache, dass es einfach nur zum Kotzen ist, dass es dorthin verkauft wurde. Darum alle Mittel, dass es die Menschen darauf aufmerksam macht, diese WM komplett zu boykottieren. Darum, Tanja, nochmal, ich muss nochmal zeigen, Alter. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Der Aufkleber ballert einfach die Hölle. Echt mega cool. So Leute, das war's dann aber auch schon wieder für dieses kleine Video. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat und ihr ein paar Eindrücke aus dem Stadion mitbekommen habt. Wenn ihr lauter seid, lasst den Kopf auf gar keinen Fall hängen, denn unsere Leistung war wirklich klasse. Anders kann ich es nicht sagen. Ich bin, wie erwähnt, sehr stolz auf unsere Mannen und auch auf unsere Fans, die unsere Elf dann danach wirklich nach oben gepusht haben und gezeigt haben, dass eben deren Spiel einfach klasse war. So muss es sein, so muss es bleiben. Und ich hoffe, dass wir auch am nächsten Sonntag beim Heimspiel gegen den FC St. Pauli 38.000 Fans begrüßen dürfen. Obwohl die Umstände ja wirklich ein bisschen suboptimal sind, ne? Urlaubszeit, Ferienzeit und dann auch noch die Sache mit der Bahn, hat mich das sehr gefreut, dass eben so viele mit am Start waren. Echt richtig geil und ich hoffe, wie gesagt, dass es am kommenden Sonntag genauso gepackt wird. Ich freue mich jetzt schon wirklich sehr darauf und hoffe, den ein oder anderen von euch zu sehen. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Passt bitte auf euch auf, bleibt vor allen Dingen gesund. Das ist nach wie vor mega wichtig. Und ich würde sagen, wir sehen uns im Blog.